Und damit wieder mal herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Nach Jabo und Arslan kümmern wir uns nun um einen weiteren Zweitligaspieler, der wahrscheinlich in die Bundesliga will, wenn sein Verein das selber nicht schaffen sollte. Und dieses Thema wirft dann ein Randthema auf, das ich gern am Ende mit euch nochmal besprechen wollte. Also wenn ihr das auch hören wollt, bleibt bis zum Ende dran. Die Videos gehen ja in der Regel nicht sehr lang. Das solltet ihr eigentlich schaffen. Aber nun erstmal zum Transfergerücht. Und zwar geht es um Yusuf Paulsen, der Stürmer von RB Leipzig, ist im Fokus von Borussia Dortmund, soll im Fokus von Borussia Dortmund sein. Und ja, die Dortmunder suchen halt einen Stürmer. Ich hatte ja erst das Gerücht mit Allen von Red Bull Salzburg und jetzt haben sie scheinbar den nächsten mit Red Bull gesponserten Spieler im Blickfeld. Und ja, Paulsen wusste ja diese Saison durchaus auf sich aufmerksam zu machen, hat 8 Saisontore geschossen in der zweiten Bundesliga. Dann kam seine Verletzung und hat noch Vertrag bis 2017, 20 Jahre ist er alt, beziehungsweise jung. Und ja, RB Leipzig ist momentan nur Siebter in der zweiten Liga. Perspektive droht so ein bisschen zu bröckeln, gerade nachdem Kimmich jetzt auch schon weg ist. Und das ist dann schon das Thema gleich. Und zwar das Projekt RB Red Bull, ob das dann so langsam bröckelt. Aber auf jeden Fall soll Borussia Dortmund den Paulsen im Blickfeld haben. Wie erwähnt, ich denke, der Preis würde sich in Grenzen halten. Wird jetzt nicht so unbedingt explodieren. Ich glaube, kratzt trotzdem fast an den 7, ja, 7 Millionen von Kimmich, wird man schon zahlen müssen. 7, 8 Millionen, um den Paulsen da loszueisen. Aber ich kann euch spontan jetzt keine Summe nennen, in der wir uns hier bewegen. Wüsste ich jetzt nicht. Deswegen gehen wir direkt zum Thema über. Platzt das Projekt Red Bull? Red Bull hat ja viele Vereine. Und bisher war das Vorzeigeprojekt ja Red Bull Salzburg aus Österreich. Dort ist jetzt Kevin Campbell gegangen. Dort ist André Ramalho, der Innenverteidiger, gegangen. Der wechselt nächste Saison ablösefrei nach Leverkusen. Dort droht Allen, wie gesagt, auch zu gehen. Hat auch viele Angebote von anderen Vereinen. Klar hätte man das Geld, sich neue Spieler nachzuholen, aber es kratzt doch sehr am Image, muss man sagen, wenn die besten Spieler den Verein verlassen. Und ja, es ist halt so. Andererseits dann hier wieder RB Leipzig, ne, verliert auch Kimmich. Jetzt, dass Paulsen im Blickfeld gelandet ist, den gehen so langsam zwar nicht die Spieler aus, aber auch das kratzt so ein bisschen am Ansehen von Red Bull. Und meine Frage an euch, damit das hier nicht allzu lang wird. Ich weiß, RB Leipzig hat mittlerweile auch Neuverpflichtungen gemacht, den schwedischen Nationalspieler, aber trotzdem, das ist halt eine andere Kategorie als hier diese Campbells und Paulsens und Kimmichs, die werden den jetzt nicht ersetzen. Meine Frage an euch, glaubt ihr, dass RB Leipzig und Red Bull Salzburg noch weiterhin so agieren können, wie sie bisher getan haben? Oder kommt der Besitzer, Matuschitz, war das richtig? Matuschitz heißt ja so. Der Brausehersteller, kommt der auf jeden Fall zur Einsicht, irgendwie ist bei unserer Entwicklung da sowas so ein bisschen hängen geblieben. Wir entwickeln uns eher zurück als vor. Unsere wichtigsten Spieler verlassen uns. Das war jahrelang quasi ein Tabu, dass da Spieler so einfach weggekauft werden konnten. Und ja, einfach mal eure Meinung. Wie seht ihr das? Freut ihr euch, dass eventuell das Projekt RB oder Red Bull platzt? Oder sagt ihr, naja, die haben ja schon eigentlich viele Junge die Möglichkeit gegeben zu spielen, wo sie bei anderen Vereinen nur auf der Bank sitzen würden und ist eigentlich an sich nicht so schlecht. Klar, Kommerz immer so, Naja, ich freue mich einfach auf eure Meinung, bitte euch, aber weil das Thema ja so ein bisschen brisant ist, bleibt einfach sachlich. Ich will hier keine Beleidigung zu den Clubs hören, egal wie die Strategie ist. Bleibt da auf der sachlichen Ebene, liefert nicht immer nur so einen Kommentar wie RB ist scheiße oder sowas, sondern begründet das auch, warum findet ihr, dass der Club jetzt nicht so ganz sympathisch ist? Und
Ja, dann würde ich mir sagen, danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen und ich freue mich auf eure Meinung und werde fleißig mit euch in den Kommentaren argumentieren, wenn ihr das wollt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Also, bis zum nächsten Video. Heute kommt noch genau eins, liebe Leute. Also, bis dahin. Ciao, ciao. Euer Heelfakti.